Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Video und erstmal vorab einen schönen ersten Advent an euch alle und wir starten einfach mal direkt. Ihr Lieben, ich dachte mir, ich mache mal ein Video dazu, zu den AB-Steinchen, wie ihr anhand des Titels schon erkennen könnt, weil viele immer noch Fragen dazu haben, was das überhaupt ist, wo benutzt man die, wo kriege ich die her und ich dachte, ich mache mal ein kleines Video dazu, das wird auch nicht lange dauern, so 5, 6 Minuten, 7 vielleicht höchstens, aber naja, wir starten einfach mal direkt. Was sind AB-Steinchen? Also ich habe hier schon einiges aufgeschrieben. AB bedeutet so viel wie Aurora Borealis und Aurora Borealis ist das Nordlicht. Also wer zum Beispiel in einer bestimmten Jahreszeit nach Norwegen ganz weit nach oben fährt, kann bei sternklarem Himmel die Nordlichter sehen. Wer die Nordlichter nicht kennt, einfach mal bei Google eingeben Nordlicht, da findet ihr ganz viele schöne Fotos dazu. Und wir starten einfach mal direkt. Wir haben hier die Farbe 310, also schwarz. In AB. Und ich erkläre euch das jetzt. Also ihr seht so, diese AB-Steine sehen gar nicht schwarz aus, sondern haben so einen leichten bläulichen Schimmer. Das ist das Nordlicht, was so gesehen in diesen Steinen verarbeitet ist. Das erkennt man bei Schwarz relativ gut in der Kamera. Bei Rot jetzt eher weniger. Also die haben nur so einen leichten Schimmer drauf. Die werden ganz normal tatsächlich hergestellt, wie die normalen Steinchen. Nur, dass halt zum Beispiel, wenn die dann gepresst werden, wird da vorher noch eine Folie eingelegt. Dann werden sie gepresst und dann haben die halt so einen Schimmer oben drauf. Und das gibt es tatsächlich, also es gibt die normalen Steinchen. Jetzt stellt er natürlich nicht scharf, super. Aber es gibt auch Strass-AB-Steinchen. Die werden mit dem gleichen Prinzip hergestellt. Da wird beim Pressen eine Folie oben drauf gelegt. Also ich schätze nicht, dass die Steinchen jetzt einzeln beklebt werden mit dieser schillernden Schicht. Und ja, wo bekomme ich die her? Also ihr könnt bei ganz vielen Diamond Painting Shops diese ganz normal erwerben in der jeweiligen Farbe. Dazu ist natürlich zu erwähnen, es gibt über 440 Farben. Es gibt aber nicht alle Farben in AB-Farben. Also wenn ihr zum Beispiel ein Bild machen wollt mit AB-Steinchen, AB-Steinchen werden oft benutzt für kleine Details im Bild. Es wird jetzt nicht das komplette Bild in AB-Steinchen gemacht. Also das, wenn ihr das erste Mal legt, werdet ihr sehen, wenn man ein ganzes Bild aus diesen Steinchen machen würde, würde das einfach ein bisschen merkwürdig aussehen. Gerade bei Schwarz, weil halt Schwarz nicht wirklich schwarz aussieht, sondern leicht bläulich. Aber ihr müsst halt immer auch gucken, oder wenn ihr ein Bild macht, vorher die DMC-Nummern gucken, ob es die Farbe dann auch in AB tatsächlich gibt oder eine ähnliche Farbe, weil es nun mal noch nicht jede Farbe in AB leider gibt. Die Firmen sind dabei, dieses umzusetzen, dass es auch alle Farben in AB gibt, aber das beansprucht natürlich halt einfach Zeit. Diese Steinchen hier habe ich tatsächlich bis jetzt nur bei einem Shop gesehen. Strass AB Steinchen. Da kann ich auch einfach sagen, woher. Also diese Steinchen kommen tatsächlich vom Spielzeughafen. Die machen Bilder mit Strasssteinchen und haben dann auch jeweils AB-Farben drin. Das könnt ihr ja dann einfach in den Details gucken. Also meist wird es unten angegeben, ob da Sondersteinchen bei sind. Oder halt AB-Steinchen oder Nachtleuchtensteinchen. Das steht immer in der Beschreibung von einem Bild, ob da was dabei ist. Wenn da nichts steht, sind es ganz normale Steinchen. Oder halt normale Strasssteinchen in dem Fall. Aber ja, was habe ich zu beachten beim Legen? Ja, ihr Lieben, wenn ihr diese Steinchen legt, schafft euch auf jeden Fall einen zweiten Diamond Painting Stift an. Weil diese Schicht von den Steinchen tatsächlich leicht abgeht oder leicht abfärbt, sage ich jetzt mal. Wenn ihr dann das Wachs habt, sieht das Wachs auch leicht schillernd aus und nach einer Zeit klebt es einfach nicht mehr, weil diese Schicht so ein bisschen abfärbt an den Stift. Deswegen habe ich zum Beispiel, wenn ich solche Steinchen in den Bildern habe, immer einen zweiten Stift dabei, weil halt nun mal einfach das Wachs nach einer Zeit schlechter wird und dann kann man die normalen Steinchen eben schlechter damit legen. Also ich habe dann einen zweiten Stift, wo ich dann auch mal öfter das Wachs wechseln muss, deswegen. Also wundert euch nicht, das ist ganz normal bei AB-Stein, dass ihr öfter das Wachs wechseln müsst, weil es nicht mehr so gut klebt. Ja, was gibt es noch zu beachten bei diesen Steinchen? Es gibt tatsächlich AB-Steinchen mittlerweile sogar auch mit Glow in the Dark, also nachtleuchtende AB-Steinchen. Das gibt es auch, sie schillern dann und leuchten in der Nacht. Da gibt es tatsächlich noch viel seltenere Farben, also das wird noch länger dauern, bis da alle Farben in Nachtleuchten sogar noch gibt. Also das entwickelt sich jetzt momentan alles so ein bisschen, was ich auch echt super finde, dass es immer wieder neue Sachen gibt, neue Farben, neue Steinchen, neue schillernde Steinchen.
Nachtleuchtende Steinchen und. Ich finde das echt super, dass sich das immer und immer weiterentwickelt. Aber ihr Lieben, viel mehr zu sagen gibt es dazu eigentlich nicht. Das erklärt sich mittlerweile sogar, sage ich jetzt mal, von alleine. Wenn ihr zum Beispiel solche AB-Steinchen in Bildern haben wollt, fragt beim Shop nach. Nicht jeder Shop hat AB-Steinchen in Bildern mit drin. Es gibt ein paar Shops, die AB-Steinchen mit Bildern haben. Das ist aber relativ selten. Also am besten immer vorher nachfragen. Ihr könnt ja an die Shops immer eine E-Mail schicken. Da ist ja immer jemand da, der das so beantworten kann. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist jetzt ein kurzes Video geworden. Viel mehr Fragen gibt es dazu eigentlich nicht. Also wenn ihr noch Fragen zu den Steinchen habt oder allgemein zu AB oder etc., stellt sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte euch die natürlich, gar keine Frage. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz dass das so ein kleines Erklärvideo ist. Das ist natürlich auch für die Anfänger gerade sehr, sehr wichtig, die sich damit noch nicht auskennen. Die Profis unter euch, ihr kennt die ganzen Themen, ihr wisst, was man damit macht und etc. Also, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.